Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Bei uns verletzen sich in letzter Zeit einfach gefühlt in jedem Spiel mindestens einer. Jetzt hat man sogar zwei Verletzte. Die verletzen sich fast alle immer für zwei Spiele, was richtig scheiße ist. Komm, wir spielen dunkles Lila gegen Schwarz. Geil. So. Konzentrieren wir uns. Ich glaube, haben wir jetzt schon ein Spiel verloren mit den Brasilianern? Ich weiß gerade gar nicht. Oder war das immer die andere Mannschaft? Nee, ich glaube, eins haben wir jetzt auch schon mit den Brasilianern verloren gehabt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ach, Courtois, das war doch der nervige Torhüter, der am letzten Spiel auf jeden Fall, als ich verloren habe, im Tor stand. Ansonsten wieder mal ein klassisches Premier League Team. Klassischen Sturm. Nur Courtois sticht ein bisschen hervor. Komm, wir stellen auf 4-1-2-1 vor. Und ohne Scheiß, das geht mir echt, also das nervt einfach, weil man jedes Mal aus dem Fokus rausgerissen wird. Und ich finde, es muss irgendeine Möglichkeit gefunden werden. Es wird eh nicht passieren, klar, aber ich finde, es muss irgendeine Möglichkeit gefunden werden, dass das nicht geht. Dass das nicht geht. Oder dass man halt einen Malus bekommt. Also dass irgendwie die Chemie da nicht mehr so geil ist oder so. Auf jeden Fall kann es nicht sein, dass immer direkt am Anfang das Teammanagement umgedreht wird. Also, und man noch nicht mal angepfiffen hat. Ich weiß nicht, was man da machen sollte. Also was eine faire Lösung wäre. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung, was man da am besten machen kann, aber so kann man halt auch dauernd irgendwie, weiß ich nicht, wenn man will, kann man halt in Innenverteidiger als Stürmer spielen, jetzt übertrieben gesagt. Und er hat trotzdem völlig Chemie. Jetzt konzentrieren wir uns mal und gewinnen. Firmino, Roberto. Ha! Was für ein krasses Tor! Ich habe noch nicht mal auf Flachschießen gedrückt, sondern einfach nur auf Schießen in die Ecke gezogen. Und irgendwie habe ich gedacht, ich habe so gedacht, als ich so rennen mit ihm, dachte ich, boah, das wird ein richtig beschissener, steiler Winkel, aber er macht ihn bestimmt trotzdem. Und genauso war es auch. Richtig beschissener, steiler Winkel, aber er macht ihn halt trotzdem. Weil er einfach den. Oder er hätte sogar noch einen Tick weiter nach links gekonnt mit dem Schießen. Weil er einfach so einen krassen Abschluss hat. Das ist ein guter Anfang und jetzt versuchen wir das mal noch ein zweites Tor nachzulegen. Was? Ich hätte schwören können, der Gegner war zuletzt dran. Oh, oh. Zum Glück wäre das ein total dummer Abschluss. Er wollte ihn reinschlänzen. Er hätte meiner Meinung nach einfach Vollspann schießen sollen. War aber nicht gut verteidigt von mir. Schöner Schuss von Casemiro. Ich wollte ihn eigentlich auf rechts legen, weil er halt Rechtsfuß ist, aber es ging nicht mehr. Glück war zu viel los, es ist dann immer schwer durchzukommen. Wir brauchen ganz schnell ein zweites Tor, weil der Gegner macht es bisher ganz gut. Schlänzt ihn wieder, das scheint so ein bisschen sein
Milieu zu sein. War aber meiner Meinung nach wieder verkehrt, da zu schlänzen. Aber gut, ich schlänze sowieso nie. Vielleicht erzählt er auch Quatsch. Aber ich glaube halt, fürs Schlänzen braucht der Gegner, das ist, da braucht er, das ist einfach ein schwieriger Schuss. Nennt man ja nicht umsonst Kunstschuss. Und ich glaube, da braucht einfach der Ballführer Zeit. Also, das ist ähnlich wie bei einem guten Distanzschuss. Er braucht Zeit, sich auszurichten und alles. Er braucht Zeit und ähnliches. Neymar und Raphael, sehr geil. Vielleicht macht Raphael ja jetzt doch hier sein Scorerpunkt pro Spiel, so im Durchschnitt ungefähr, dass er hier als ZWM bleibt. Vielleicht mache ich auch den Fehler, dass ich auf den Ball einfach annehme. Ich habe wieder direkt geschossen und es hat funktioniert. Schöne Vorlage Neymar. Und ich habe noch nie gesehen, dass Neymar einen scheiß Pass gespielt hat. Also das ist wirklich auffällig. Ich glaube, Katalyst ist wirklich gut bei ihm. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Oh, das war schlecht von mir. Glück gehabt, dass Jesus da nicht fällt und es irgendeinen blöden Elfmeter gibt. Ganz beschissener Pass. Aber das Problem war auch wieder, dass Firmino sich gar nicht geil hingestellt hat. Das hat mich ein bisschen irritiert. Wieder. Hat wieder geschlänzt. War so klar. Ich verstehe nicht, warum man das macht. Vielleicht liebt er die Schüsse einfach, aber man muss sich einfach dafür gut ausrichten, damit das anständig wird. Könnte sogar abgefälscht gewesen sein. Ich glaube, Miranda war noch mit der Brust dran. Neto sieht aus wie Fährmann, oder? Es ist doch. Was haben sie denn mit dem Tor wieder gemacht? Es ist, glaube ich, auch viel dunkler. Sieht aus wie Fährmann, Neto. Ich denke jedes Mal, es ist Fährmann, aber es ist halt nicht Fährmann. Ich hoffe mal, dass er irgendwann eine Second Info bekommt. Das Problem ist halt, es gibt halt. Also, es gibt schon ein paar brasilianische Torhüter, aber es wäre echt geil, wenn der eine Second Info bekommt, weil ganz so viel Auswahl hat man halt nicht. Fuck, hätte ich vielleicht vorher mal klären sollen und nicht versuchen sollen rauszupassen, weil die Ecke wäre sonst nicht zustande gekommen. Zum Glück war halt noch Telles dran. Oder Telles, wird glaube ich, das L wird glaube ich als J gesprochen. Wobei ich mir bei Brasilianern nicht so sicher bin, weil es ist halt Portugiesisch, es ist halt kein Spanisch. Ich kann zwar Spanisch, aber halt kein Portugiesisch. Danke. Schade. Ah, Firmino war nicht so gut ausgerichtet. Lieber angeschossen, scheiße. Ich wollte einfach nicht flanken, weil flanken bringt einfach sowas von überhaupt nichts. Deswegen habe ich mich dann. Doch für den flachen Pass entschieden, obwohl halt wirklich niemand da war, ne? Das war ein bisschen schade. Oh, die war wichtig, die Grätsche. Oh, die war doppelt wichtig, die Grätsche. Wir können zwar nicht 100% zufrieden sein mit all unserer Aktion, aber wir führen immerhin 2-0, das ist schon mal viel wert. Das ist sehr viel wert. Kameramann.
Viermal geschossen, zwei Tore, nice. Ich bekomme schon wieder Hunger. Das ist so krass, wie schnell ich Hunger bekomme, wenn ich spiele. Das ist einfach, da verbrauche ich so viele Kalorien im Kopf. Da verbrauche ich so viele Kalorien im Kopf. Das ist einfach, ja, schnell wieder zu Hunger führt. Obwohl ich, glaube ich, vor 2 Stunden oder so einfach gegessen habe. Aber ich glaube auch nicht so viel, das kommt auch nochmal dazu. Wäre, glaube ich, abseits gewesen und das wird dumm. Da haben wir Glück, dass es nicht 2-1 steht. Ich glaube, der war mal Vollspann geschossen und nicht geschlenzt und da wollte ich leider nicht hinflanken, aber wir haben Glück. Scheiße, das war wieder zu leichtsinnig, aber Casemiro holt ihn wieder. Ich habe mir irgendwie nicht gerafft, den Spieler, der da stand. Machen echt viele Fehler, der Gegner zum Glück auch. Abseits. Ich habe sehr viele Spiele werde ich mehr machen können. Ich merke, wie meine Konzentration auch nachlässt und ich müde werde. Aber wir haben auch echt noch nicht so viele Spiele gemacht. Scheiße. Ist nicht geil. Gute Grätsche. Okay, er steuert gerade niemanden mehr. Ich weiß nicht wieso, jetzt steuert er wieder. Natürlich laufen alle. Oh. Sehr schön von Thiago Silva. Schöner Pass von Raphael und dann verschießt ihn Firmino. Ich habe halt meiner Meinung nach auch mehr nach rechts gezogen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Scheiße. Mist, Mist, Mist. Aber geiler Pass von Raphael. Scheint gerade nicht mehr Kontrolle allein zu haben und dann bricht das Spiel eh irgendwann ab. Jetzt ist er wieder da. Vielleicht will er mich auch noch ärgern, keine Ahnung. Schöner Pass. Schön gemacht mit Gustavo und dann leider so ein Dreck. Wieder schön gemacht mit Gustavo. Ich bin teilweise zu leichtsinnig. Ich denke einfach, ich kann die Gegner dann so total easy austribbeln. Wie es der Gegner gerade glaubt und dann doch wieder es nicht schafft.
Wollte wo ganz anders hinpassen. Scheiße. Aber wie gesagt, ich merke, meine Konzentration etc. lässt nach. Aber ich finde da trotzdem 2-0. Da ist nicht ganz so schlimm. Ah, es gibt kein Lagertor, ich dachte schon. Ach, schade. Nice! Das war ich nicht, das hat Telles selber gemacht. Er wollte auch nicht faulen. Das war auch keine richtige Grätsche, aber es kam richtig fett. Also es war genau das, was wir gebraucht haben in dem Moment. Da haben wir echt Glück gehabt. Ich glaube, er hat schon zu halb aufgegeben. Nachvollziehbar. Schade. Jetzt steuert er doch gar nicht mehr, oder? Krass gehalten von Courtois, aber ja, er steuert nicht mehr. Er ist nicht mehr dabei, deswegen gehe ich jetzt auch kurz. Raphael macht mal noch ein. Gut für seine Scorerwerte. Für sein Selbstvertrauen natürlich auch. Jetzt müssen wir warten, bis der Gegner hier oder bis die CPU für den Gegner anstößt, weil er nicht mehr da ist. Also zumindest hat er den Controller beiseite gelegt. Irgendwann bricht das Spiel auch ab und lässt mich als Sieger raus, wenn er nichts macht. Ja, das habe ich gemeint. Tore. Zweimal Raphael, einmal Firmino. Vorlagen. Oh, Raffi macht wieder mal 3 Scorerpunkte. Vielleicht ist es ja genau das Team. Er hat einfach seine Nationalmannschaftskollegen gebraucht. Neymar macht auch eine Vorlage. Sehr schön. Das war's vielleicht. Was ihm gefehlt hat, um sich richtig wohl zu fühlen. Ist ja auch nicht schlimm, wenn Raphael hier gut funktioniert. Arang ist in der Bundesliga. Ist ja allen geholfen. Jetzt haben wir noch die Jubelgeräusche, weil das Spiel so komisch abgebrochen ist. Wie viele Sieger haben wir denn eigentlich? Wie viele Spiele haben wir denn eigentlich noch? 17? Ach doch, da wegen schon einige gemacht. Also ich brauche noch mindestens 5 Siege. Noch mindestens 5 Siege, damit ich wenigstens qualifiziert bin für die nächste Woche. Das ist Minimalziel. Das ist Minimalziel. Und ich wäre ja auch jetzt... Ach scheiße, wie viel braucht man denn eigentlich für den Monatsrang? Ach du Gott. Ach du Gott. Also aktueller Rang. Wir sind jetzt schon auf Gold 2 oder was? Das ist ja cool. Okay, geil. Aber es ist auch die letzte Weekend League. Das heißt, wir haben jetzt 63 Spiele gewonnen. Wir brauchen für diese Weekend League noch 5 Siege für Elite, für Gold 3. Und wir brauchen für den Monat Gold 1 auch noch 5 Siege. Also, alles gut. Alles gut. Wir brauchen 5 Siege für den Monat und wir brauchen 5 Siege für die Woche, also ist alles perfekt, geil. 5 Siege reichen komplett aus. Also klar, wäre ich lieber Gold 2 oder Gold 3 oder noch, Gold 2 oder Gold 1 oder noch besser, aber Minimalziel wäre auch das Minimalziel für den Monat, das ist cool. Ach ja, Goretzka ist ja noch verletzt. Boah, wir haben noch 2 Heilungskarten, das heißt, das Thema ist bald durch. Wir haben noch einmal Kopf und noch einmal Fuß, aber Fuß ist wichtig.
Weil Fuß immer noch am meisten passiert. Was war jetzt mit Werner eigentlich? Wie viel hatte der? Ja, zwei. Gustavo hatte auch schon den ein oder andere Vorlage gemacht, oder? Oder Scorerpunkt. Nee, erst ein. Komisch, kam irgendwie mehr vor. Und Casemiro? Wo ist denn Casemiro da? Hat noch gar keine in 10, aber ist ein bisschen merkwürdig, weil er halt auch einen ziemlich guten Passwert hat. Aber macht nichts. Dafür sind die 6er ja auch nicht geholt, ich kann damit leben. Okay, also mein Plan ist auf jeden Fall jetzt nach der Aufnahme noch mindestens eine Aufnahme zu machen. Oh, das erste Mal, das war... Ach, der Gegner wird den Bronzespieler auswechseln und bestimmt auch den 75er Linksverteidiger. Aber das erste Mal, dass wir den 94er Neymar holen. Mich würde ja gerne mal interessieren, ob er ihn sich gekauft hat oder auch so lucky gezogen wie ich. Oh krass, jetzt geht er bestimmt auf ein 4-1-2-1-2 mit Neymar in der Spitze mit drin. Also wenn wir das Spiel gewinnen, das wäre krass, aber ich denke, wir werden es verlieren. Na? Ja, ich wollte gerade sagen, er wird ja den Bronzespieler auswechseln wollen. Er wird ins 4-1-2-1-2 gehen, denke ich. Diesen, ich kann gar nicht seinen Namen lesen, weil Varans Kopf davor ist. Keine Ahnung. Und ich denke, er wird Hernandez auswechseln, den Linksverteidiger. Er wird diesen Sechser auswechseln und er wird, denke ich, ins 4-1-2-1 vorgehen. Oder halt ist 4-2-1-3. Das kann auch sein. War das seine Standardformation? Ich weiß gar nicht. Nee, er macht ein 4-2-3-1 mit zwei ZOMs, mit Neymar als Stürmer, ne? Oh, oh. Und Mbappé als linken ZOM. Okay. Bin ja mal gespannt, wie er jetzt einwechselt. Oh Gott, der Neymar als Stürmer ist halt böse. Sieht man das jetzt nicht oder hat er nicht gewechselt? Das wäre krass, wenn er mit einem Bronzespieler spielen würde. War das geplant? Ja, es war geplant. Ah, jetzt kann das gewechselt werden. Deswegen hat er das gemacht, alles klar. Jetzt habe ich leider... Ach, Sané hat er gewechselt. Sané? Ist das nicht eine Z... Eine Sechserposition gewesen, auf die er Sané eingewechselt hat? Dieser Moi, der hier gerade so wild hinterhergerannt ist, das soll ziemlich abgehen. Komm nicht auf Werner, also ich komme nicht in die Mitte rein. Schade. Oh, fuck. Schön gemacht. Krass, wie schnell Mbappé war. Oh, faul, zum Glück. Ich wollte gerade sagen, ey, wenn wir deswegen jetzt eine Ecke gefressen hätten, ekelhaft. Könnte sein, dass ich mal das 4-1-2-1 probieren muss, aber ich glaube, da werden wir totale Defensivprobleme bekommen.
keinen einzigen Abschluss gehabt. Also beide nicht. Wenn es so bleiben würde und ich keinen Abschluss vom Gegner provoziere, dann würde ich die Formation lassen, weil ich ja gelernt habe, dass in so einem Fall dann Verteidigung eigentlich wichtiger ist als Angriff. Oh, das war halt auch wieder lucky, wie er da durchkommt. Wir waren halt dran an dem Pass und trotzdem bekommt er ihn. Ärgerlich. Egal. Ich wechsle mal ins 4-1-2-1, wo mal kurz gucken, aber ich glaube. Ne, das ist falsch. Ja, null mal geschossen. Der Gegner halt einmal, ne? Aber was will ich machen? Jetzt muss ich halt offensiver werden. So ist halt Fußball. Doppelsturm ist jetzt auch geiler, wenn wir jetzt mit Werner wieder mehr haben, der auch mit dem Linken ganz gut schießen kann. Schade, aber gut gespielt. Oh, bist du Martial zuletzt dran, danke. Oh, war auch nicht abgefälscht. Aber wenn es so weitergeht, dann hat sich die Umstellung schon mal gelohnt. Ja, sollte direkt schießen. Macht jetzt auch irgendwie mehr Fehler, habe ich das Gefühl. Schade. Macht viel mehr Fehler. Kommt ja gar nicht mehr durch. Jetzt hoffen wir mal, dass wir jetzt irgendwie noch dass den Ausgleich schießen. Den fast schon verdienten.
Schön gemacht mit Goretzka. Problem an der Formation ist halt echt, dass es so eng ist, das ist halt echt schwer zu kombinieren. Aber wenn man es einmal durchschafft, dann wird's geil. Elfmeter, oh, natürlich nicht. Na also, boom, gut gespielt. Mehr als verdient. Da spielen wir jetzt weiter. Drehen das Spiel hier noch. Ach, wenn jetzt Werner nicht wieder total abbaut, werde ich ihn wohl wieder behalten. Eieiei. Bäumchen wechselt dich. Bis dann irgendwann wieder. Heißt, naja, Gnabry, ich brauche Distanzschuss. Oh fuck, es geht weiter. Scheiße, das war zu lange umgeeiert. Oder zu viel, besser gesagt. Das war ultra schlecht ausgespielt, glücklicherweise. Oh nein! Oh, das wäre so ein geschenktes Scheißtor gewesen, wenn meine Verteidiger wieder scheiße wollen. Glück gehabt. Fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich. So unverdient, weil meine dummen Verteidiger wieder diese Scheißecke zulassen, ey. Das jetzt ist scheißegal. Es geht nur darum, wie die Ecke überhaupt zustande gekommen ist. Egal, es ist nur ein Spiel, nicht aufregen. Wir sind der bessere Spieler. Und wir drehen das Spiel jetzt nochmal oder machen das nochmal unentschieden. Krass gehalten von Lloris, müsste eigentlich der Ausgleich sein. Oh, natürlich, Alu. Es wird wahrscheinlich wieder eine unverdiente Niederlage. Ist ja nicht die erste. Hat keine Ausdauer mehr. Aber jetzt auch gleich nicht mehr. Deswegen mache ich nicht den gleichen Fehler wie er und renne dumm weiter. Ah, dieser scheiß Alu-Treffer schon wieder. So ärgerlich. Sein Neymar hat echt gar nichts gezeigt bis bisher, fällt mir gerade ein. Nice Luck. Komm, mal noch ein Lackertor, komm. Oder noch eine gelackte Ecke. Schade, aber es wird, ist genauso wie ich sage, es wird halt wieder ein unverdienter Sieg für den Gegner. Scheiß drauf.
Kommt halt vor. Ach, wisst ihr was? Ich wechsle jetzt nicht. Ich lasse ihn mal regenerieren. Sollte jetzt noch einen Ausgleich schießen, kann ich immer noch machen. Aber wie gesagt, im Endeffekt macht jetzt einfach das 3-1, das Lucky. Bums aus Nikolaus. Ach man. Oh, jetzt gibt's Zeitspiel. Was macht er denn? Ja, noch richtig schlechtes Zeitspiel, was wieder mal nicht bestraft wird. Ich habe eigentlich schon vorher gepasst, aber egal. Ja, genau wie ich es gesagt habe. Unverdienter Sieg. Was soll? Scheiß drauf. Bis zum nächsten Mal.